Angst. Ich habe noch ein Ersatzpaar. Okay, jetzt bin ich raus. Das war toll, Mädels. Wir rocken total. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Dann sind wir bereit für die große Show. Es wird Zeit, meine Geheimwaffe hervorzuholen. Mein Glücksmikrofon. Welches Mikrofon? Hier ist ein Zettel. Liebe Mädchen, ich leihe mir das Mikro für etwas super Wichtiges. Keine Zeit für Erklärungen. Aber seid versichert, es ist fabelhaft. Küsschen, Tein. Machen wir weiter. Wie wär's mit einem Rock? Hab ich Rock gesagt? Ich meinte, lasst uns weiter rocken. Okay, wir müssen dieses Mikrofon suchen. Der Scanner zeigt an, dass Tyne sich irgendwo in dieser Medaillonwelt befindet. Sie heißt Glitzernde Rennstrecke. Ach, wieso sie wohl so heißt? Und Eule! Spring auf! Laila! Pony, könntest du... Laila und groß! Okay, jetzt. Guckt euch diese Raser an. Hey, Vorsicht, du leichtsinniger Rotorkopf. Und Zippy, der Igel, führt das Feld jetzt an. Da ist Tyne. Laila, los, ihm nach. Bin dran. Okay, vielleicht doch nicht. Wir müssen irgendwie anders zu Tyne kommen. Beeilt euch, meine Freunde, denn die Gewinner haben die unglaublich große Ehre, mich höchstpersönlich auf dem Siegerpodest zu treffen. Das ist es, Mädels. Wir müssen das Rennen fahren. Ja! Ich weiß nicht, Polly. Diese Rennstrecke ist nur für die Schnellen und Pelzigen. Menschen sind nicht erlaubt. Ich hab ne Idee. Und wer ist das mysteriöse Renneinhorn in diesem Panda-Auto? Dieses Rennen steckt voller Überraschungen, aber es ist noch nicht vorbei. Das geheimnisvolle Einhorn tritt gegen den furchterregenden Zippy an. Ein spannender Showdown. Die beiden kämpfen Kopf an Kopf um die Führung. Ein überwältigendes Manöver. Und... Zippy, der Igel, gewinnt um Haaresbreite. Aber was ist mit dem Newcomer? Eins der spektakulärsten Einhörner, das ich je gesehen habe. Natürlich außer mich selbst. Und Grupp! Mädchen? Ich meine, Mädchen! Schön, euch alle hier zu sehen. Was führt euch zur glitzernden Rennstrecke? Das sage ich dir. Mein Glücksmikrofon. Danke dir vielmals. Oh, das? Ja, natürlich. Du kannst es dir leihen. Übersetze Igel. Sie sagt, netter Fahrstil, aber viel Glück, wenn du mich im großen Rennen schlagen willst. Großes Rennen? Das stimmt, Laila. Da du heute den zweiten Platz belegt hast, hast du morgen die Chance, gegen Zippy anzutreten und das große Rennen zu gewinnen. Das große Rennen? Aber Laila, morgen ist unsere große Show. Ich brauche dich zum Abrocken am Schlagzeug. Klar, die große Show. Und das große Rennen zur selben Zeit.